Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, ich freue mich sehr, dass wir endlich mal wieder was von Bones zusammen anschauen können. Die letzten Videos, beziehungsweise als ich das letzte Mal, die letzten drei Male ein Video machen wollte, wurden sie immer gesperrt. Deswegen habe ich jetzt zu den letzten vier Sachen irgendwie nichts gemacht. Die habe ich mir dann so angehört. Habe ich aber alle sehr gefühlt, gerade auch von den Musikvideos her sehr krass. Und jetzt haben wir das neue Ding, Zieledien weg, was rein theoretisch jetzt von Big Booty Bands die Fortsetzung sein müsste, weil dort am Ende To Be Continued stand. Ich weiß sehr wenig über diesen Song, gehört habe ich noch nichts. Ich weiß nur. Und deswegen bin ich sehr gespannt, dass das Musikvideo 200.000 Euro gekostet haben soll und absolut heftig sein soll. Ich meine, bei 200.000 Euro kann man auch schon was erwarten. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß sonst nichts. Zieledien weg heißt es. Und ich habe keine Ahnung sonst, worum es geht. Whatever. Ich bin gespannt. Das Ende von Big Booty Bands. Was ist da passiert im Musikvideo? Sie wurden abgeschossen. Sie wurden abgeschossen und am Ende hat man gesehen, wie sie sich verwandelt haben oder wie sie wieder auferstanden sind, wie sich die Augen verfärbt haben. Das habe ich mitgenommen aus Big Booty Bands. Sie haben es gerade nochmal angesehen. Aber das wäre alles. Deswegen, ich bin echt gespannt, Mann. 5,5 Minuten, sehr, 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 sehr lang. Let's go, Freunde. Manchmal ist es ziemlich schwer, Billy Bones. Man wusste eben nie, was passieren würde oder wann. Wir steckten zu tief drin, um aufzuhören. Wir steckten aber auch zu tief drin, um noch weiterzumachen. Okay, das ist von Big Booty Bands jetzt hier, was Sie gerade sehen im Kino. Ich schätze, am Ende holt es einen doch alles ein. Meine Mutter fragte mich, ob es mir egal ist, ob ich Ey, das ist ultimativ gut gemacht, Mann. Damn. Ey, das ist so nice gemacht. Ey, coole Details auch, dass auf den Popcornbechern Castaro draufsteht. Ey, irgendwie sieht Bones voll niedlich aus, Mann, gerade. Voll so ein kleiner Süßi. Ey, das ist nice gemacht bis jetzt. Sehr nice gemacht. Was stand da? Bones. Demnächst, heute, demnächst. Da oben stand auch irgendwas. Big Booty Bands, Roadrunner, Tilidin weg. Nice, Alter, die ganzen kleinen Insider hier drin. Bones Weißt du, Unchained. schlimm oder was? Dein Ernst, dass du mich immer in solche Filme schleppst? Immer Gewalt und Wow, Truppen. okay, übertreib. Werd endlich erwachsen, scheiß Junkie. Oha, hä? Auf Dings Thriller angelehnt. Ey, das ist wirklich, das sind neue Maßstäbe hier, die Shaho setzt, Alter. Digga, die ist halt echt gruselig sogar. Die sehen echt gruselig aus. Oha. Hä? Props allein schon fürs Video jetzt schon. No joke, Props. Directed by Shao Casado. Whey Protein. Oha, hä? Mit einer Choreo auf einmal am Start, hä? Okay. Bin voll am Ende, bitte gib mir ein Bett. Eine Flasche Stilles auf Ex. Ein Liter Wasser auf Ex. In meiner Tasche noch eine Pille entdeckt. Hä? Ich fühle die Choreo gerade full, muss ich sagen. Auf Ex. In meiner Tasche noch eine Pille entdeckt.
mich erschreckt von meinem Spiegelbild. Zu viele Drogen, meine Augen sind tot. Hab nur noch Sex auf Liebespillen. Nach der Sonnenbahn braun wie ein Toast. Oha. Okay, ich fühle die Message bis jetzt, ja. Von wegen, ich hab noch eine Pille entdeckt, schmeiß sie weg. Hab mich erschreckt von meinem Spiegelbild. Zu viele Drogen genommen. Okay. Hab nur noch Sex auf Liebespillen. Nach der Sonnenbahn braun wie ein Toast. Wieso ein Sixpack wie 50 Cent? Deshalb mag ich auf der Stirn ein Band. Bis jede Bitch mich vom Fitness kennt. Baby, abgerechnet wird am Strand. Keine Zeit. Baby, abgerechnet wird am Strand. Hä? Okay, ey, ich bin sehr gespannt. Aber die Message, die ich jetzt gerade bekomme, ist, dass er einen gesünderen Lebensstil machen will. Oder halt einen gesünderen Lebensstil leben will. Tilidin weg passt auch dazu. Weg von den Drogen. Das Whey-Protein, was er am Anfang eingeschüttet hat. Und wenn er sagt, abgerechnet wird am Strand, das kenne ich irgendwoher. Ist das so ein Sprichwort, abgerechnet wird am Strand? Oder irgendwoher kenne ich das? Dass man halt am Strand halt alles blank ist. Und man sieht, okay, hast du trainiert? Hast du dich gesund ernährt oder eben nicht so? Bis jetzt, die Message finde ich sehr, sehr gut. Weg von den Drogen, Alter. Sehr gut bis jetzt. Ich muss los, muss weiter. Raphael Ragucci von Raff. Von Raff der Grabstein hier. Soll das andeuten, dass die alle gestorben sind wegen den Drogen? Weiter. Mitte 30 fast da. Unheilbar. Ein bisschen Sport bin ich schlecht. Ey, ich fühle das sehr. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt war. Mein Wasser schnell wie ein Tesla. Gib das Tilidin weg. Alles in meine Toilette. Oh, Raff auch hier im Video zu sehen, Alter. Nice. Gib das Tilidin weg. Alles in meine Toilette, weil ich will es nicht mehr. Bin voll am Ende, bitte gib mir ein Bett. Bin nach außen voll der Nette, aber innerlich leer. Mein Wasser still ist. Michael Jackson, auch die Anspielung an Thriller. Ey, erstmal das Soundbild hier finde ich auch, ist halt was ganz Neues, Ungewohntes irgendwie, aber ich fühle das. Ich fühle das auch sehr durch diesen Real Talk dahinter. Crazy, das ist halt ein ganz krasser Umschwung für Bones gerade. Hab in meiner Tasche noch eine Pille entdeckt. Schmeiß sie weg, ich schmeiß sie weg. Gib das Tilidin weg. Auch wie er sich bewegt im Musikvideo an sich, ist ganz krass. Voll am Ende, bitte gib mir ein Bett. Ich fühle das ja, das ist einfach was Neues mal, das ist was ganz Neues und sowas Schönes, Ehrliches von Bones. Und ich will nicht sagen, dass er früher keine ehrliche Musik gemacht hat, aber es ist nicht so oberflächlich, es hat Tiefgang mal richtig schön. Oh, Dings, die Zeile war gut. Nach außen voll der Nette, aber innerlich leer. In meiner Tasche noch eine Pille entdeckt. Schmeiß sie weg. Ich schmeiß sie weg. Meine Story wie ein Kinofilm. Oh, die tiefe Stimme von ihm liebe ich. Sonnenseite jeden Tag voller Tille. So viele Farben wie im Videospiel. Aber die Seele bellt schwarz in die Brille. Keine Lust auf Liegestütze, aber leider muss ich. Ey, ich finde das wirklich gut, die Entwicklung von ihm jetzt. Ich finde das wirklich gut. Ach, fuck, man, weil so viele Rapper oder Künstler an sich auch. Das hört sich jetzt krass an, aber die bringen sich selbst einfach um durch die ganzen Drogen so. Und die nehmen noch viel, 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 viel mehr, als wir denken, Alter. Habst du das Gefühl, dass es hier langsam nicht mehr lustig? Ich steck ein Messer in mein Bein und es kommt Blut raus. Doch die Schmerzen gehen vorbei, yeah. Meine Schwestern schreiben, Bro, du siehst nicht gut aus. Ey, Props einfach erstmal, ganz, ganz dicke Props, dass er sich auch so öffnet, so was Persönliches hier mitteilt und jedem jetzt hier, alle Augen sind jetzt auf ihn gerichtet, so, was macht er, wie verändert er sich oder wird das durchziehen oder nicht? Krass. Schon sein, weil ich bin heim. Gib das Tilidin weg. Alles in meine Toilette, weil ich will es nicht mehr. Bin voll am Ende, bitte gib mir ein Bett. Bin nach außen voll der Nette, aber innerlich leer. Jetzt lasse ich stilles auf, ey, weil ich da was hab auf. In meine Tasche noch mit Pille entdeckt. Schmeiß sie weg, ich schmeiß sie weg. Hab mich erschreckt von meinem Spiegelbild. Viele Drogen. Hab mich erschreckt von meinem Spiegelbild, das ist doch einfach so eine krasse Zeile, Mann. Stellt euch vor, irgendwann, ihr guckt in den Spiegel, guckt vielleicht euch mal eine Minute im Spiegel selber an und habt dann so ein,
wirklich so ein Schreckmoment, wo er so kurz nach hinten geht und erstmal realisiert, was gerade los ist. Meine Augen sind tot. Hab nur noch Sex auf, liebes Pin. Dank der Sonnenbank braun wie ein Trost. Wie so ein Sixpack wie 50 Cent. Deshalb pack ich auf der Stirn ein Band. Bis jede Bitch mich vom Fitness kennt, Baby abgerechnet wird. Ich fühle das Soundbild sehr. Damn. Ey, ich weiß jetzt nicht, wie krass das jetzt alles real ist, sag ich mal, ob er komplett weg will, aber ich nehme auf jeden Fall mit, dass er auf jeden Fall einen gesünderen Lebensstil, einen bewussteren Lebensstil leben möchte. Und das ist immer gut, Mann, das ist immer gut. Und musikalisch war es auch was anderes, es war ein anderes Soundbild, was mir aber sehr zugesagt hat. Was mir sehr, sehr doll zugesagt hat. Über das Musikvideo brauchen wir nicht reden, das ist eine 1 plus mit Sternchen gewesen. Alter, mit einem Apfel am Start sogar. Ich bin sehr gespannt, Alter. Ich bin sehr gespannt, aber auf jeden Fall ein großer, großer Schritt in die extrem richtige Richtung. Heftiges Musikvideo, Jungs. Schaut euch das an, Mann. Das ist einfach Jesus Grab mit dem Span drauf, Mann. Oh, ey, wegen auch diesen Insidern, so viele Insider sind da auch drin. Oder halt einfach kleine Easter Eggs, die einfach nochmal Liebe fürs Detail zeigen. Schön. Damn. Das war krass, Alter. Das war ganz krass irgendwie auf eine Art und Weise so. Weil... ich weiß nicht, es war ein anderes Soundbild, das Musikvideo war krass und er hat sich halt krass geöffnet irgendwie und es war einfach wirklich sehr tiefgründig. Auch, also Musikvideo und Text haben so gut miteinander harmoniert, es kam einfach gut rüber. Es kam real rüber und es hat mich gecatcht. Ich hoffe wirklich einfach, dass er es durchzieht, dass er das erreicht, was er für sich zumindest möchte einfach, ja. Und, ich bin gespannt, wie es weitergeht, Alter. Auch musikalisch gesehen jetzt einfach. Musikalisch gesehen, ja. Fand ich die letzten Lieder sehr, sehr krass. Sehr, sehr gut. Auch das hier. Ein bisschen was anderes. Er probiert sich ein bisschen aus, gerade habe ich das Gefühl. So, er lebt sich künstlerisch mehr aus, was ich sehr cool finde. Und was ich immer appreciate. Nice, Freunde. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, ey. War nice. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne rein. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh. So wie immer. Und ciao.